Morgen, wir haben kurz nach 7 und die Tage, da wird man wach und will sich was Erfrischendes machen. Deswegen machen wir jetzt sofort die Eiswürfel und das Wasser rein. Nicht vergessen, erstmal halb voll, man gibt einen Schuss Wasser nach und es kommen ja noch etwas rein. Heute sind wir etwas mehr experimentierfreudiger. Wir haben nämlich hier Kohlensäure, ne? Eine Limone, ach, Quatsch, ein Zeug. Ein Wasser mit Kohlensäure, stellen wir mal zur Seite. Denn wir machen ein Zitronenlimetten Limonade. Ja, also letztes Mal haben wir gesagt, eine Limonade gemacht ohne Kohlensäure. Ist auch ganz schön. Schmeckt ja auch ganz gut, gerade am Wochenende. Erfrischend, bla bla bla. Wie man erzählt, ist interessiert euch sowieso nicht. Diese Scheiße hier guckt doch egal. Ja? Und wenn man jetzt zum Beispiel morgens, dann möchtest du ja dann auch gerne mal was mit Kohlensäure haben. Ja? Schön vernünftig ausdrücken, schön in der Kerne festhalten. Deswegen kommt morgens, jedenfalls bei mir, Zitrone rein. Und wenn ich Bock auf was anderes habe, machst du einfach Zitronenlimette oder einfach Limette rein. Das geht nämlich auch. Oder, was du auch gut machen kannst, da brauchst du eigentlich nur eine Tasse Wasser, wenn du jetzt mehr so ein Tee-Fan bist. Ja? Da kannst du dir entweder ein grünes Blatt, Tee, ihr wisst, was ich meine, ne? Grüntee, und macht da eine halbe Zitrone mit rein. Oder, was natürlich auch geht, ist, du kannst natürlich, jetzt fällt es mir nicht ein, kannst natürlich auch, kleinen Moment, anstatt mich einfach feuchtes Wasser nehmen, feuchtes Wasser, ja, verstanden? Kannst du ja auch einfach das Wasser nehmen, machst du heißes Wasser, eine Zitrone rein, 2 Löffel Wasser. Perfekt. Haben wir hier einen dreckigen Löffel. Auseinander. Ja, haben wir hier einen Löffel. Geben hier dann noch ein bisschen Zucker rein. Gewesen. Normalerweise nimmt man 2 Teelöffel, so nimmt man einen Esslöffel, beinahe mit. Einmal ein bisschen durchrühren. Dann kann ich jetzt auch ein bisschen Wasser nachkippen. Das riecht schon wunderbar. Ganz ehrlich, das riecht echt gut. Und wir nehmen Quatsch mal. Das ist mein Löffel natürlich auch vergewaltigt. Hängt fest. Schmeckt ganz gut, aber zu sauer. Also, 2. Löffel hinterher. Natürlich nicht geholfen, so reicht ja wohl. Ne? Etwas schwierig an den blöden Eiswürfeln jetzt vorbeigehen. Problem ist, dass das Wasser generell schon ein bisschen säuerlicher ist, weil es ist ja anscheinend die Quelle einen sehr hohen Kalziumgehalt von 539 hat. Aber Kalzium ist eine gute Sache, gerade morgens. Ja. Wie Magnesium, Muskelmineral, ihr wisst schon. So ist gut. Und jetzt im Kontrast dazu nehmen wir uns einfach noch eine Milch und machen noch ein bisschen vom Erdbeerpulver hier rein. Milch ist morgens auch ganz gut. Man muss die Tasse jetzt nicht zwingend voll machen. Aber wichtig ist morgens, also bei mir jedenfalls, dass Milch kalt ist. Ich finde es irgendwie viel angenehmer. Weil hier haben wir dann letztendlich leicht sauer, trifft auf süß. Die Sache ist, dass wir dann auch nicht so viel Pulver nehmen müssen, weil normalerweise nimmt man ja viel mehr. Gerade bei einer großen Tasse. Aber das ist wiederum jetzt vollkommen ausreichend. So, jetzt haben wir hier genug umgesaut. Jetzt kann ich gehen. So. Mach ich noch ein Foto für Instagram, was ich die nächsten Tage poste und dann ab in die Tonne damit.